Jo, schönen guten Tag, der Ära ist wieder da. Samoros 3 steht nach wie vor auf der Agenda. Und wir haben es geschafft, unser Raumschiff zu befreien hier auf diesem seltsamen Planeten. Das heißt, wir fliegen jetzt wieder weg und gucken mal, was das Weltall sonst noch so für uns zu bieten hat. Komm, gib Gas, gib Schubrakete. Sehr gut, sehr gut. Ich wünschte, das wäre alles so einfach, wie die das hier so machen. So, jetzt gucken wir mal. Hier waren wir jetzt. Hier war ich noch nicht. Hier war ich noch nicht. Oh Gott. Das sieht eklig aus. Aber auch hier stehen schon Türme und so. Also es scheinen Leute hier zu leben. Das sind alles höchst eigenartige Planeten, auf denen ich so wohne hier. Unten ist Viehzeug. Aussteigen, bitte. So, was seid ihr denn? Kann man da hochklettern? Oh, guck mal. Dass ich diese Zaubertröte habe hier. Der traurige Geist von Wuppertal oder was bist du? Mega Alien-Tröte hat diesen Planeten. Hä? Jetzt haben sie irgendwas abgeschnitten. Irgendein Alien mit einem dreiköpfigen Megamonster hat das hier abstürzen lassen und der Geist ist da geblieben. Oh je. Ach du Scheiße, das ist ja nicht so nett von diesen Aliens. Oder hier geht's gar nicht weiter. Oh, da ist wieder. Oh Gott, da drinnen gurgelt einer. Der ist cool, den mag ich. So, also hier drüben geht's schon mal nicht weiter. Was seid denn ihr für lustige Viechers? Die werden zu Steinen, wenn man die antatscht. Der mit dem Krumm.
sind. Muss ich bestimmt wieder irgendwie einstellen. So, ja, Captain Bostel hier. Ich kann mit den Dingern halt auch gar nichts machen. Aha. Ich kann hier gar nicht so richtig was machen. Was macht man hier mit dem Viehzeug? Keine Ahnung. Das ist mir ehrlich gesagt egal. So, ich gehe jetzt weiter nach rechts. Also ein Strich mit so Kreuzen dran. Oh, hier ist noch so ein Ding. Okay, ein abgestürztes Raumschiff. Oh je. So wie ich die alle zum... Okay, wenn ich die blauen zusammentue. Okay. Wegkommen hier. Oh. Alles wieder auf Start. Ja. So. Okay. Also das Große.
dadurch kleiner. Jetzt können wir das Blaue wieder kleiner machen, das will ich aber nicht. Jetzt so machen hier und dann machen wir so. Wow. Muss das wahrscheinlich? Wahrscheinlich muss das alles auf eine Farbe. Die Frage ist, auf welche Farbe muss das? Ich im Großen jetzt? Ne, da bleibt sogar ins übrig. Dann machen wir so eins. Und ich fresse ich den da. Nee, dann wird's. Ah, das ist schlecht. Alles klar. Guck mal, dann ist nämlich das Weiß weg. Guck mal, dann wird das ein blaues. Dann können wir das so hier machen. Pass mal auf. Ach, ja, warte mal. Dann können wir die erstmal. Mach das jetzt mal alles blau. Das geht nicht. Kann ich dich auffressen? Ja! Kann ich. Oh, siehst du, das Makromolekül, guckst dir an. Und jetzt? Okay. Aha. Guck mal, die kannst du aufeinander stapeln. Na klar gibt's dafür Punkte. Natürlich, natürlich. Und jetzt habe ich es, glaube ich, versemmelt. Oh nein, ehrlich jetzt, muss ich das jetzt nochmal machen? Ich bin doof. Ich dachte es mir. Okay, also. So war das, dass dann nicht für sich bleibt. So, dann wird es weniger, genau. Naja gut, wenn man es einmal gefressen hat, ist es ja tatsächlich gar nicht mehr so spannend. Guck mal, dann machen wir das so und so. Wenn man einmal kapiert hat, um was es geht. Da
guck mal, dann frisst man sie hier durch. Ärgerlich, Entschuldigung, das muss ich jetzt nochmal machen. Aber jetzt habe ich es ja zumindest das kapiert. So, jetzt geht das wieder auf hier. Ja, weil ich hier diese blöden Viecher da stapeln musste. Es tut mir leid. Oh. Okay, das ist der zweite. Ja, die haben ihre böse Himmelstrompete und der eine ist der Fiesling. Die anderen, den haben sie rausgeschmissen. Das ist der Fiesling hier mit dem Dreibeinigen, oder? Der hat sich ein Monster gebaut, genau. Der hat aus dem Gießkannenflugzeug, hat er sich ein Ich fress euch alle auf Flugzeug gebaut. Ja, und dann ist er zurückgekommen, hat furchtbare Rache genommen, hat allen die Trompeten geklaut. Ja, das ist der diesen Hügel da hinten abgestürzt hat. Dann hat er mit seinem Flugzeug hier alles. Okay. Also wirklich, das ist ja unerhört. Aber da gibt es auch noch was zum Hören. Irgendwie von unten angeknabbert, würde ich denken. Da kam doch jetzt eigentlich immer so ein Stoß raus. Kann ich den vor so einen Feuerstoß ziehen? Wäre die Frage. Nee. Kann ich tatsächlich nicht durch die Gegend fahren. Warum ist der eine so anders? So, okay. Ja, guck mal, da hinten ist... Das ist so ein spezieller. Was hat's mit dem? Oh! Was? Wieso ist denn der da drauf gehüpft? Oh Gott. Also diese Viecher, keine Ahnung, was ich hier mache, ehrlich. Na gut, ich mache an der Stelle jetzt einfach mal Schluss. Ich sage vielen Dank, beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dahin, ciao, ciao, der Ära.